Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich habe schon lange überlegt, dass ich mal ein bisschen was zur Überfüllung der Wälder Corona bedingt vielleicht eventuell mal erzählen sollte. Bin noch nicht ganz dazu gekommen, was man da jetzt am dümmsten zu sagt. Klar, es gibt Fälle von Situationen, wo im Nationalpark insbesondere irgendwelche Instagrammer dann in Bereichen, in denen man eigentlich nicht darf, gerne irgendwelche tollen Selfies machen vor abgelegensten Gumpen tief in der Natur und solche Späße. Das ist insbesondere im Berchtesgaden zum Beispiel ein Problem. Und dann laufen halt alle anderen da hinterher, weil das dann auf GPS vertaggt ist, wo genau jetzt dieses tolle Instagram-Foto gemacht worden ist, und man läuft seinem Influencer hinterher und geht dann halt auch dahin. Und das hat schon zu ganzen Trampelfahrten in der eigentlich theoretisch unberührten Natur geführt, also in der bisher unberührten, weitestgehend. Ja, also gerade in Nationalparken, die es schon lange gibt, wie eben der in Berchtesgaden, bei Berchtesgaden, ist das eine ziemliche Katastrophe. Aber grundsätzlich muss man schon sagen, auch wenn theoretisch immer noch das ganz normale Waldgesetz gilt und es keine Sonder-Corona-Verordnung für den Wald gibt, solche Hinweisschilder finde ich inzwischen mehr als angemessen. Einfach aufgrund des enormen Drucks, der durch die Besuchermassen gerade auf den Wald wirkt. Und da kann man halt jetzt einfach ganz gerne versuchen, es ist ja nicht vorgeschrieben, es ist eine Bitte. Also man muss dieses Schild wirklich als Bitte verstehen. Für eine amtliche Vorschrift müsste das anders formuliert sein, sage ich jetzt mal, und auch irgendwo als amtliche Vorschrift nahegelegt sein. Aber tatsächlich wäre es bei den Mengen der Leute, die hier rumrennen, nicht verkehrt, wenn man auf den Wegen bleibt, weil normalerweise ist es so, dass das Wild schon recht gut klarkommt mit Spaziergängern auf Wegen eben entsprechend. Aber wenn die dann halt auch noch von den Wegen runterrennen und auf den Wegen auch noch welche sind und quasi überall im Wald jemand rumrennt, dann hat irgendwo das Wild keinen Rückzugsort mehr. Und es gibt einfach ein Level, das zu viel ist. Und das haben wir Corona-bedingt gerade erreicht. Das heißt, wenn man von den Wegen runter möchte, das machen wir ja alle und das tut ja auch im Regelfall normalerweise niemandem weh, wenn man das hin und wieder mal macht, und das darf man ja auch, aber zurzeit sollte man das bewusst und dosiert, sage ich jetzt mal, einfach machen, wenn man wirklich vermeiden möchte, jetzt gerade in der Brut- und Setzzeit den Tieren auf die Nerven zu gehen. Gut, den Hund nicht von der Leine lassen ist sowieso zurzeit rechtlich ziemlich bindend in den allermeisten Bundesländern. Da gibt es ganz wenige Ausnahmen, wo man zur jetzigen Zeit den Hund unangeleint im Wald mitnehmen darf. In jedem Fall, egal was man mit dem Hund macht, man sollte halt vermeiden, dass er wild im Wald rumrennt und alles jagt, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Ob das jetzt durch Leine passiert oder durch richtige Erziehung, das ist mir persönlich relativ egal. Aber auch da wäre einfach aus Rücksichtnahme für die Tier- und Welt und für das ganze Ökosystem Wald, das ist ganz cool. Die Abfälle mit nach Hause nehmen ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Da sieht man wieder, es laufen zurzeit jede Menge Leute im Wald rum, die da gefühlt noch nie gewesen sind und einfach keine Ahnung von Waldbenimmregeln haben. Die Menge an Müll, die im Wald rumliegt, nimmt exponentiell zu zurzeit. Also wirklich ein riesiges Wachstum an Müllmenge, die man so finden kann. Das muss ich auch niemandem von euch erzählen. Deshalb finde ich es gut, dass das jetzt mal separat nochmal auf so einem Schild steht und am Waldeingang. Man kommt also an diesem Schild quasi gar nicht vorbei, ohne es zumindest zur Kenntnis genommen zu haben, dass es da ist. Und man es liest, ist nochmal eine andere Frage. Aber auch das finde ich eine super Sache. Es steht ja oft an Hütten, dass man seinen Abfall wieder mitnehmen soll. Reicht halt nicht. Ja, der liegt halt auch nur überall und nicht nur an Hütten. Gut, dann die Sache mit der Dämmerung. Das ist natürlich auch nochmal für die Tiere wichtig, weil wenn es so voll ist, zurzeit tagsüber im Wald, dass sie dann halt eben erst im Dunkeln rauskommen können, ist es umso wichtiger, dass sie im Dunkeln dann auch tatsächlich rauskommen können. Normalerweise würde ich euch jetzt erzählen, ja, das kommt immer auf die Menge an der Leute, die nachts in der Dämmerung noch unterwegs sind. Wenn das ein oder zwei sind, ist das kein Problem. Aber bei der aktuellen Lage mit den riesigen Mengen von Leuten im Wald ist es ein Thema, und da sollte man sich halt auch einfach überlegen, muss es sein? Und wenn ja, wenn es sein muss, wenn man sagt, ich brauche das für mein geistiges und mentales Wohl, was ich verstehen kann, geht mir nämlich so, dann kann man sich ja vielleicht eine Region aussuchen, in der halt eben nicht der ortsnächste Waldeingang
der Ort ist, wo man reingeht, sondern dass man halt irgendwo sich ein möglichst abgelegenes Waldgebiet sucht, sofern man die Möglichkeit dazu hat. Wenn das auch nicht geht, dann geht es halt eben nicht. Aber wenn man es kann, dann kann man ja versuchen, darauf Rücksicht zu nehmen. Und die Regeln der Schutzgebiete ist eben gerade der Punkt, wenn wir uns die Instagrammer angucken, die jetzt neuerdings überall, wo schön ist, ihre Fotos machen und dann jeder Depp dahin rennt. Also zuerst kommt der Oberdepp und dann die kleinen Follower-Deppen, in Anführungszeichen. Ich habe da wirklich null Verständnis dafür. Null. Das muss einfach nicht sein. Und ja, ist, glaube ich, soweit so klar. Und damit habe ich mich jetzt auch zum Thema überfüllte Wälder mal geäußert. Ist das für irgendwas gut in Sachen Natur? Hat das auch einen Vorteil, dass wir alle wie blöd im Wald rumrennen? Nö, gibt's nicht wirklich irgendwas, wofür das gut wäre. Deshalb, wenn man das schon macht, dann kann man ja auch versuchen, es so gut wie und so verträglich, naturverträglich wie möglich hinzubekommen. Ich bedanke mich und kriege jetzt wahrscheinlich Ärger, dass ich es wage, irgendjemanden seinen Waldbesuch einschränken zu wollen. Nö, ich appelliere bloß an nicht die Rücksicht auf andere Leute, die ist mir an dieser Stelle scheißegal, ehrlich gesagt, sondern an die Rücksicht auf unsere Natur. Okay, ich bedanke mich jedenfalls. Tschüss.